Willkommen zurück zu Forza Horizon. Ja, je nachdem vielleicht sogar der letzte Part. Mal schauen, ihr seht's, was dabei rauskommt. Viel Vergnügen. Und dann gehen wir jetzt an die PR-Stanz. Oh, nur 159 beim Blitzer. Blödes Fahrzeug, blöde Strecke, beides kombiniert. Jetzt müssen Sie richtig Gas geben. Fahren Sie so schnell wie möglich über den Blitzer. Also daher das Fahrzeug definitiv schneller fahren kann als 159. So extrem schnell das Tempo erreicht hat, nehme ich an, statt der Blitzer einfach an einem saudummen Ort. Wie schon gesagt, in dem Part jetzt hier widmen wir uns mehr oder weniger nur der PR-Stanz. Werde aber die Fähigkeitenkette nur so sporadisch ein, zwei Mal probieren. Natürlich, wenn es bei einem jetzt irgendwie nur 1000 Punkte fehlen, dann werde ich vielleicht auch noch mehrmals probieren. Aber langsam mit Nähe vom Blitzer, aber es hat noch ein paar Kurven drin bis dort, also das heisst, so am Limit fahren müssen wir da jetzt auch noch nicht. Und dann mit einer guten Beschleunigung aus der nächsten Kurve und so. Blitzer steht in einer Kurve. Spulen wir ein bisschen weiter zurück. Ist das euer fucking Ernst? Der Blitzer steht mitten in der Kurve. Zwitzt in der Kurve! Wie will man dort die Geschwindigkeit drauf haben? Ich werde es jetzt einfach probieren, dass ich einfach Vollgas geradeaus fahre und es mich dann einfach übelst vermäht. Weil jetzt bin ich die Kurve so gefahren, dass man rumkommt und bin fast 30 km/h zu langsam gewesen. Heben dort dann natürlich schön auf der Straße, das ist super. Der Wagen wäre super für Fähigkeiten, Kitty. Jawohl. Wow, mein Herz rast immer noch. Nehmen Sie mich nächstes Mal mit. Einfach quer über die Pampen ab und dann geht's. Und dann gehen wir jetzt das Foto machen. Das ist immer das Einfachste. Sie wissen, wie es läuft. Fahren Sie zur Fotolocation, ohne das Auto zu beschädigen, und machen Sie ein tolles Bild. Ein Kilometer, das ist auch einigermaßen schön hoch. In 400 Metern rechts abbiegen.
Zählt das noch? Ich glaube, der Balken muss ganz voll sein, damit es zerstört ist, also zählt das noch? Okay, ich muss ein Foto machen mit dem Observatorium. Im Hintergrund. Ah, das dort. Ich benutze solche Wörter nicht gern, aber perfekt. Sehr gut. Ja, so man hätte man es natürlich auch machen können. Das Auto so umstellen. Aber es geht ja nur darum, um es abschliessen. Also muss nicht besonders cool aussehen. Und jetzt probieren wir auch da mal die Fähigkeit der Kette aus. ...28.000. Ich glaube, es hakt schon wieder. Aber warten Sie noch. Gehen Sie da raus und geben Sie alles. Zeigen Sie, was echtes Fahrtalent ist. Aber wenn da halt wieder nichts kommt, dann bricht es halt das Ganze wieder ab. Geht der Multiplikator wieder weg. Da auch wieder, kommt lang nichts, geht alles wieder weg. Zählt das wieder nicht als Drift. Da ist zwar eine Kollision da, aber es zählt als Lackschaden. Stuntman. Ja. Versuchen Sie es nochmal. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich probiere jetzt mal etwas aus, ob ich vielleicht ein bisschen mehr noch mit der Handbremse schaffen sollte. Das mehr Punkte gibt die E-Drifts. Mit den E-Drifts komme ich gar nicht klar. Aber schön haben wir es einmal probiert zumindest. Immerhin 3000 Punkte. Jetzt sind wir Zweiter.
ja, vielleicht mit diesen E-Drifts kann man vielleicht wirklich etwas rausholen. Das zählt als fast Treffer. Okay, das. Also, jetzt verarscht mich das Spiel aber komplett. Der erste Treffer, wo ich mir eigentlich absolut sicher war, das war's. Laden wir durchgehen. Hey, alles okay? Ja. Mein 18.000 Punkte. Ein Versuch noch. Wenn wir ein bisschen sauberer mit den E-Drifts arbeiten können, ein bisschen weniger kollidieren. Wunderbar! Sie sind der beliebteste Fahrer auf dem Festival! Ja, wir sind der beliebteste Fahrer und wir haben gerade mal eine Fähigkeitenkette von 30.000 Punkten hergelegt. Also das mit dem E-Drift ist wohl das Rätsels Lösung. Ich werde nachher hergehen und werde es wirklich dann gerade auch noch die probieren, die bisher noch nicht geklappt haben. Ob das mittels dem E-Drift was machen ist. Weil so kann man natürlich eine Fähigkeitenkette schön verlängern. Hey Sie, tolle Show da draußen. Sie waren klasse. Dann haben wir 39 Punkte gemacht. Wenn man immer wieder, wenn es droht, dass die Fähigkeitenkette aufhört, einen E-Drift macht, könnte es vielleicht sogar noch was werden? Es könnte vielleicht sogar noch was werden. Hey, Mr. Popular, hier ist Alice. Warum fahren Sie nicht in diesem Schaurennen, von dem ich gesprochen habe? Sie finden es auf der Karte. Okay, auf der Karte hat es ein neues Schaurennen gegeben für uns. Wenn wir jetzt Nummer 1 sind, einer da oben, werden wir dann anschauen. Jetzt gehen wir dann mal schnell hierher. Schnellreise kostet uns 5000. Schauen wir uns jetzt in dem Part noch an, ob es vielleicht gleich noch ein 100% Let's Play wird. Wenn wir jetzt nochmal probieren, mit Hilfe von den E-Drifts. Alles klar, wir brauchen ein paar Actionfotos fürs Internet. Vielleicht wird's ja was. 200 Meter nach links abbiegen. Nach links abbiegen. Nicht unbedingt das Ideale für so Drifts. Uiuiui. Fällt mir als Fasttreffer.
Ja, das könnte eventuell was werden, so. Jetzt noch ein paar Fasttreffer mitnehmen. Nein, das ist wirklich, das ist genau das, was ich so nicht mag an denen Events. Da musst du probieren, zwischendurch zu kommen und dann macht er ein anderes Loch zu. Gut, das war noch ein Fasttreffer. Das gibt wieder einen Eingriff. Das war kein Fasttreffer. Ah, jetzt hätte ich ihn aufrecht halten müssen. Ja, er zählt. Der auch. Der Fasttreffer zählt auch. Das zählt auch wieder sehen. Der ist huren eng geworden, davon gekommen. Es langt. Es langt! Das sah klasse aus. Nächstes Mal will ich mitfahren. Der E-Drift ist des Rätsels Lösung. Und damit ist das jetzt quasi, was im letzten Part gesagt worden ist, schon wieder ungültig. Weil es offensichtlich doch geht, doch machbar ist für mich. Eine neue Hoffnung geschöpft. Pack jetzt aber doch noch in den Part rein. Auch noch. Wo habe ich noch auch das nicht geschafft? Daher gehen wir jetzt auch noch für die 5000. Und schauen, ob wir den Drift gerade auch noch herkriegen. Ich weiß, ob wir es hier auch noch gerade herkriegen mit dem Drift. Wird der Part jetzt halt ein bisschen länger? Nicht trödeln. Ich will sehen, was sie können. Was mit dieser Schrottkiste auch machbar ist. Wie ist eigentlich schon? Oh, der eignet sich sogar sehr gut zum so driften. Selber vermasselt. Driftkette verloren und dann. Der hat gerade nicht im Zelt. Wer dafür? Selber zu vorne gekommen. Was der darf man einfach nicht vermasseln. Lieber safer. Ja, also mit dem E-Drift ist es überhaupt keine Sache, zum Fähigkeitenkette aufrechterhalten. Und darum denke ich mir, wird es in den nächsten Parts doch nicht einfach nur ein reines Sammeln werden, sondern ihr werdet auch noch einige Sachen sehen von mir. Das Rätsel ist also gelöst, Let's Play gerettet, das kann doch weitergehen. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Part auch wieder mit dabei und bis dahin, tschüss miteinander.